Und damit willkommen in der kleinen Sonderfolge, wo wir uns von Speck ein Ohr abkauen lassen, weil er eine neue Seite hat. Und dann werden wir wahrscheinlich noch irgendwelche anderen witzigen Sachen machen, die so ein bisschen dazwischen reinpassen. Aber wir gehen zu MERC. Wie in der letzten Folge gesagt, er hat uns eine E-Mail geschrieben, dass er nicht nur neues Personal hat, sondern auch eine neue Webseite. Falls ihr euch fragt, warum Speck zwischendurch immer wieder eine andere Stimme, also einen anderen Sprecher haben wird, das liegt daran, dass Teile von den Sätzen, die er sagt, stammen aus dem Add-on, also aus Unfinished Business, und Teile davon aus Jagged Alliance Vanilla, also Jagged Alliance 2 Vanilla. Und die haben für Jagged Alliance 2 und Jagged Alliance 2 UB, also Unfinished Business, also das Add-on, nicht dieselben Sprecher benutzt. Im Englischen ist das der Fall, deswegen wirkt das in der deutschen Version manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber wir gucken mal, was er zu sagen hat. Gott sei Dank ist jemand durchgekommen. Dieses Internet ist so neu für mich. Und heute hat der Server anscheinend unsere Verteilerlisten verloren. Das ist alles sehr kompliziert, aber es soll nicht mehr vorkommen. Wenn es sonst noch etwas gibt, das ich für Sie tun kann, so lassen Sie es mich bitte wissen. Wir von MERC wissen Ihre Unterstützung wahrhaftig zu schätzen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht zuletzt aufgrund der aktiven Unterstützung von MERC in der Lage sind, uns die Dienste neuer Söldner zu sichern. Sie dürfen sich gerne Ihre Akten ansehen. War es das? Kommt jetzt nicht mehr? Ja, wir bezahlen mal. Ich danke Ihnen vielmals. Eigentlich erwarte ich, dass er mich jetzt vollkommen zugequatscht hat. Also zugequatscht hätte. Wir können uns mal die Files angucken. Ihn haben wir. Haywire und Razor, wie gesagt, ist ein super cooles Team für einen Anfang. Besonders für Nachtkämpfe sind Haywire und Razor relativ cool. Man muss sie relativ stark trainieren, bis sie richtig gut sind, aber dann. Besonders Haywire ist so geht, aber Razor und vor allen Dingen die Stimmen sind relativ cool, finde ich. Gasket habe ich nie genommen. Razor, genau, das ist der bekannte Razor. Sie haben wir. Er ist auch ganz witzig, hat ein paar witzige Voice-Samples. Außerdem hatte ich damals einen Klassenkamerad, der original so aussah wie er. Das war witzig. Er stammt, glaube ich, aus Jagged Alliance 1. Ihn gibt es gerade nicht. Also die so ein bisschen pixelig sind, ich glaube, die sind entweder aus einer Mod oder Jagged Alliance 1. Bei ihr bin ich mir relativ sicher, dass sie aus Jagged Alliance 1 stammt. Er auch. Und zwar ist, glaube ich, er war früher ein richtig guter Söldner aus Jagged Alliance 1. Und man bekommt in Unfinished Business irgendwann mal das Samuel Garver Kampfmesser irgendwo zu kaufen, was von ihm unterschrieben ist. Ihn hatte ich allerdings noch nie in Gebrauch. Bubba ist so der erste, den man freischaltet. Also im Original Jagged Alliance 2 funktioniert das so, dass wenn man hier so ein bisschen Geld lässt, dann kriegt man hat ja erstmal die relativ schlechten Söldner hier. Und desto mehr Geld man hier lässt, dann kommen immer wieder bessere. Bubba ist noch nicht ganz so gut, aber er ist der erste, der freigeschaltet wird. Larry Roachburn ist richtig witzig. Und zwar würde ich euch empfehlen, ihn wirklich mal selber zu engagieren. Er hat so ein Special, er ist also speziell programmiert und das ist teilweise richtig witzig. Und ich glaube, mehr haben wir hier noch gar nicht. Hier kommen dann irgendwann auch nochmal richtig starke, richtig coole. Aber willst du mich nicht zuquatschen? Merkwürdig. Egal. Dann würde ich sagen, dass das hier eine reguläre Folge wird. Und zwar geht unser Trupp 1 jetzt her. Yo. Ich bin Und da, wo wird ich sich sein soll. langsam ums Raketengelände kümmern. Und zwar, da ich euch das ja versprochen habe, dass es noch ein Halloween-Special gibt, obwohl ich glaube, der 8. Januar ist nicht wirklich die Zeit für ein Halloween-Special, aber ich habe es versprochen und deswegen, hello, Zombies. Done. Das bedeutet, wir werden das Raketengelände ein wenig Ja. anders erobern und gucken Okay, dazu. ich bereit. Ach, die haben die letzte Miliz auch noch ausgebildet. Stopp. Yes. So. Jetzt brauchen die natürlich was zu tun. Und zwar Train Practice Leadership. Okay, in der Mitte sind die eigentlich relativ gut aufgehoben. Denn meistens wird entweder die Mine oder das da oben angegriffen. Und Drassen sollten wir unbedingt halten. Aber wir kümmern uns weiter mal um das Raketengelände. Okay, Reise beendet. Wie sieht's aus? Oh, die sind alle ein bisschen müde. Ich würde mal sagen, dass wir die alle schlafen legen. Und dann die Zombies. 14 Uhr würde ich in etwa anpeilen. 14 Uhr, wie sieht's aus? Bep ist eigentlich ganz gut ausgeschlafen. Würde ich sagen, Quick Save. Ein Save auf den Risikosave. Genau, es gibt noch einen Angriffssave, genau. Angriffssave. Gut. Und ab geht die Katz. Halte die Augen.
So, reingehustet. So, wir haben folgende Möglichkeiten. Und zwar könnten wir, normalerweise würde ich sagen, wir verschanzen uns hier und lassen die rauskommen. Und zwar das Problem sind diese Panzersperren, die ein bisschen komisch berechnet sind von der Zielerfassung her. Deswegen würde ich sagen, dass wir uns hier so rein, dass wir hier so reinsnipen, denn das Schlauste, was wir machen können, ist ein Wegsnipern, der dann zum Zombie wird und dass die Gegner sich dann gegenseitig verbimsen, also versuchen anzuknabbern. Und dazu würde ich sagen, gegen Zombies ist natürlich die FNFAL die Waffe der Wahl. Und ich muss mal kurz einen Schluck trinken, denn mein Hals wird langsam trocken. Und ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. So, dann würde ich sagen, FNFAL ist Premium gegen Zombies. So, AS Wahl sowieso. Was? Schrotflinte, gar keine Frage. Ist fast perfekt dafür. So, Altgott ist die Munition ein bisschen ausgegangen, obwohl gegen Zombies können wir eigentlich. Ich weiß nicht, aber ob man Zombies wirklich kriegsrechtlich mit Holzspitzmunition beschießen darf, denn Zombies haben wahrscheinlich auch irgendwo Rechte. Es wird sich bestimmt irgendwo eine Gruppe finden, Ja. die sagt das. Und Okay. Ein paar verdammt, dieses Unannehmlichkeiten ganze zu Husten, also ich bereinigen. glaube, das Trinken hat es nur noch schlimmer gemacht. Es gibt garantiert irgendwo eine Gruppe, die Was? sagt, dass Zombies auch Rechte haben. Würde mich nicht wundern. Die Liga für Was? Untotenrechte. So, Schmeiser wird sich jetzt hinhocken und versuchen, demnächst Hey! Ich dem würde noch ganz physisch gern mit meinen Stärksten eigenen in den Beinen Kopf zu abhauen. schießen. Was? Ich hoffe, ihr hört mein Schmatzen nicht. Und zwar ist das wahrscheinlich er hier. Er sieht aus wie der Stärkste. Treffen wir nicht. Dann gucken wir hier. Nice. Oh, Kopf. Oh, verdammt. Bäh, meine Güte, das haut mich um. Dann wären wir schon zu zweit. Dreck. Jetzt kann er natürlich nicht mehr auferstehen, weil sein Kopf weg ist, Ja? soweit ich das weiß. Ja? So, okay, der Aal versucht ihn hier auszuschalten. Okay, er scheint eine schlechte oder gar keine Rüstung zu tragen. Hier. Er wäre natürlich ein Premium-Ziel, weil er sehr stark ist. Also er Ja? hat schon mal die Statur. Ja? Obwohl die Statur eigentlich, ich glaube, bei den Gegnern ist die Statur unabhängig. Super. Okay, hier haben wir dann unseren ersten Zombie. Die Statur ist eigentlich unabhängig vom Hier. Stärkewert bei Gegnern. Bei den Söldnern, die man selber Was? erstellt, kriegt jemand, der. Nee, Moment. Ich verwechsel gerade die Hier. starke Statur mit dem Bodybuilding-Skill. Man kann auch starke Söldner erstellen, die dann halt die große Statur haben. Die ist unabhängig vom Was? Stärkewert. Die ist eigentlich unabhängig vom Stärkewert. So muss der Satz heißen. Gegner. Und kriegen wir jetzt langsam Ja. mal unsere ersten Zombies vielleicht? Wäre nett. Hey, ich bin vielleicht gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Egal, machen wir es hier mit den kleinen Kugeln. Was? Okay, Bepp brauche ich gar nicht versuchen. Er hat immer noch die Schrotmunition drin. Ich muss hier Gutes, raus. den guten Jetzt. Sauposten. Gegner. So. Was? Was? Schmeißer. Mach den hier zu Ende. Nicht übel. Ich hab das doch. Hab ich mich verklickt oder sowas? Allow Zombies. Yes. Hätte ich das Spiel neu starten müssen? Ich glaub nicht. Das war's, Spatzenhirn. Zombies? Hier. Wir warten einfach noch ein paar Runden. Ja. Wie präzise die FNFAL mit dieser Munition ist. Nice. Gegner. Wie gesagt, ich und Mumphy sind ja mega vertauscht von den Werten her. Gegner. Eigentlich hätte ich ihr für ihre Hier sind noch Waffenwahl. welche. Zombies! Bösen. So, erstmal warten, in welche Richtung die Zombies Was? gehen. Die Zombies werden natürlich auch von ihren eigenen Leuten mitgeschossen. Übrigens sind die Zombies diese pinken Punkte auf der Karte. Sie müssen, ja, eigentlich erst auf ihre eigenen Leute losgehen. Das bedeutet, den Zombies jetzt in den Rücken zu schießen, ist eigentlich unsinnig. So, was macht er? Will den Zombie klatschen. Ja. Mach mal. Ihr habt gerade das Plus gesehen, und zwar Zombies regenerieren sich über Zeit. Aber ich habe gesehen, dass jemand hier flankieren möchte bei uns. Ja. Deswegen. Was? Okay, Schmeiser kann das Ganze zu gut Ja? beobachten. Ich würde sagen, ich würde den Aal ganz gerne hier auf der Flanke haben. Gut, mit dem Dragunov muss man sich nicht Hier. unbedingt hinlegen. Hier. Er wird jetzt von zwei Zombies gesnackt. Was?
Zombies sind natürlich mega resistent. Man kann die Zombies allerdings auch... Heißt es eigentlich Zombie oder Zombie? Ich sag einfach Zombie. Die Zombies kann man in der Yard 2 Options INI relativ präzise einstellen. So, was passiert? Die haben die Zombies wirklich hingekriegt, aber die Zombies können wieder aufstehen. Eigentlich hatte ich die Stärke in Erinnerung. Suppression Fire. Ich glaube, Zombies kann man aber auch nicht niederhalten. Ich glaube, das kann man alles einstellen. Man kann einstellen, wie viel Leben die Zombies haben, ob die mit oder ohne ihre Cooles sich ihre Weste wieder auferstehen, ob die... wie viel Schadenresistenz die haben und so weiter. So, das ist jetzt natürlich einer von denen. So, erster G3-Kill. So, die schießen jetzt die ganze Zeit auf die toten Zombies, also auf die dying Zombies. Verdammt. Wenn ein Zombie dying ist, kann er übrigens wieder aufstehen. Was? Ich glaube, das ist relativ logisch. Was? So, er ist in Bewegung, deswegen nicht so ganz einfach zu treffen. Nicht übel. Ausgeknipst und dann haben wir noch den Typen hier. Ja. Ne, der wird nicht von Altgott gesehen. Altgott sieht den Typen hier. Und schon wieder jemand aufgestanden. Und kriegt jetzt von der unbekannten Richtung voll den Schaden reingedrückt. Okay, dann ist natürlich ein Zombie auch hin, wenn er aus nächster Nähe mit einer Maschinenpistole behagt wird. Und der hat halt diese Mega-Deckung durch diese komischen Panzersperren. Okay, wir haben einen Sniper. Verdammt. Wie sind denn die Gegner ausgerüstet, dass sie so einfach mit den Zombies klarkommen? Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Okay, der ist unter dem Häuschen. Was? Halt Gott. Hab dich. Was? Gegner. So, der Gegner wird wahrscheinlich jetzt auf den Zombie losgehen. Yeah. Mit dem Messer. Okay, das ist schon ein bisschen effektiver, als das mit der Hand zu machen. Wieso halten denn die Zombies so wenig aus? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass die relativ stark eingestellt sind. Was? Okay, yeah. Simon hat eine mega Präzision mit dem G3. Eigentlich hatte ich das G3 mit Klappschaft als mega unpräzise in Erinnerung. Nice one. Hier sind noch welche. Hier. Was? So, das sind Zombies. Ich kann mal auch mal selber auf die schießen. Erst laden, dann weiter schießen. Hier mit einer Mauserkugel mega wenig Schaden. So, ja? Aber der Aal sollte sich mal um den kümmern, der hier hockt. Ich möchte jetzt den Aal aber auch nicht so ganz so weit vom Rest abziehen. Deswegen würde ich sagen, dass ich und die Nase mal vorrennen. Ja. Nein, ich müsste mal mit den beiden hier genug Feuerkraft ist dann noch schlimmer. Feuerkraft haben. So, man kann die Zombies zwar mit guten, schweren Kugeln relativ gut niederschießen, also niederboxen sozusagen, aber die stehen dann relativ schnell wieder auf. Was? Auch mal hier ein bisschen Maschinengewehrfeuer. Was? Da draußen läuft mindestens noch einer von denen rum. Ja. Ihr wartet vielleicht nur darauf, uns zu überraschen. Okay, man geht aus dem Rundenmodus raus, wenn auch die Zombies dying sind. Das ist natürlich relativ schlecht. Und treffe ich den? Nice. Dann wird ein Rülpser rausschneide fest. Aber jetzt geht das mit dem Sprechen ein bisschen besser. Ich habe ja jetzt lange nichts aufgenommen. Ich habe ja, ich habe übrigens auch vorgenommen, dass ich jetzt nicht mehr so mega viel produziere einfach. Ja. Weil ein Video am Tag ist schon eine ganze Menge Arbeit. Und jetzt, wenn der Winter vorbei ist, habe ich demnächst auch wieder andere Sachen zu tun. Wo bleiben die denn? Na, ich kann mir dieses Quicksafen nicht abgewinnen, aber solange ich nicht die ganze Zeit einfach quick lade, ist es ja halb so schlimm. Ah, jetzt ist diese... Ah, jetzt geht's doch. So. Einer weniger. Man muss sich auch immer gut merken oder gut darauf konzentrieren, wenn wirklich mit Zombies spielt, die ganze Zeit, wo man die tötet, damit man nicht einfach irgendwann mal einen Zombie im Rücken hat, weil da kann er jetzt jederzeit einer auferstehen. So, was ist das? Wie wird das berechnet? Okay, die beiden Toten da noch. Okay, wir bleiben mal hier. Und gucken, die beiden sind dying, aber es können natürlich jederzeit neue aufstehen. Deswegen würde ich sagen, dass die beiden hier mal vorsichtig in die Richtung gehen und versuchen, die beiden hier auszuschalten. Dafür zu sorgen, dass aus einer Leiche, dass eine Leiche nicht auferstehen kann, macht man eigentlich am besten so.
dass man sich einfach eine Granate nimmt und diese Granate auf die Leichen wirft. Dann werden die Leichen zerstört. Man kann auch so eine Leiche. Ich hoffe, das wird nicht buggy. Dann zersplätschen die Leichen nämlich so und dann können die Zombies nicht mehr auferstehen. Alternativ kann man auch hergehen und zur Leiche hingehen und ihr mit dem Messer den Kopf abschneiden. Oder man tötet die Gegner so, dass sie ihren Köpfe zersplättern. Aber das hier sieht relativ einfach aus. So, ist wieder sofort wieder neu gespawnt. Also müssen wir gucken, dass wir den Kopf zersplättern. Ja, nicht ganz geschafft. Komm, Splatter-Action. Na. Sollen schon mal anfangen zu beten. 1:0 für uns. Alle Nein. Gegner sind erledigt. Wir haben jetzt zwar die Zombies besiegt und damit wurde der Kampf beendet, allerdings haben, solange ich hier im Sektor bin, die Leichen immer noch eine Chance, wieder aufzuerstehen. Das bedeutet, sobald bei einem Zombie-Kampf halt dieser Spruch kommt oder dieses Geräusch, dass man halt gewonnen hat, dann sofort aus dem Sektor raus, denn dann können die nicht wieder auferstehen. Das ist ein bisschen schwierig gemacht und ich glaube, ich sollte vielleicht mal irgend so eine technische Folge allein den Zombies widmen, wo ich erkläre, wie man die einstellt und so weiter. Außerdem steht Ben jetzt, da nach einem gewonnenen Kampf bekanntlich ja alle aufstehen. Und deswegen muss Altgott, wenn ich nicht in Web reinschießen will, jetzt einen Schritt zur Seite gehen, was auch ein bisschen nervt. Was ist denn ausgeschaltet? Nein, immer noch nicht ganz Was? tot. Und die hier können immer noch auferstehen, also bisschen vorsichtig sein mit sowas. Muss nachladen. Und der Kampf ist vorbei. Ich bin schnell genug hochgegangen. Sehr gut, der Kampf gegen die Zombies wäre gewonnen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn es ums Questen geht. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir würden das so spielen, wir würden halt immer mit Zombies spielen, was ja manche Spieler machen. Und dann habe ich die Zombies besiegt, zum Beispiel in einem Sektor, und dann gehe ich wieder zurück in den Sektor, um irgendeine Quest zu erledigen oder um irgendwelche Kisten zu öffnen. Und dann können die ganze Zeit wieder Zombies auferstehen und deswegen gehen die meisten, die nur gegen Zombies spielen, her. Und fürs Questen, also fürs Labern und so weiter und Looten, stellen die dann die Zombies nach einem gewonnenen Kampf aus, weil das ist teilweise auch besser, denn sonst würde das nerven. Ich muss ja auch gleich noch zwei Kisten öffnen, was ich am besten jetzt mache. Was ich jetzt natürlich gefahrlos machen kann. Was ist das? Außerdem immer noch das Problem, Zombies killen Questgeber und so weiter. Questgeber, Minenverwalter und so weiter Oh nein. werden von Zombies Oh gekillt. nein. Oh nein. Oh So, nein. jetzt knacken wir erstmal die Tür. Bingo. Nice. Ich weiß nicht, ob da Fallen an den Dingern sind. Ich untersuche die mal nach Fallen. Dieses Ding reißt euch beim Ja. kleinsten Mucks den Arsch auf. So. Fall entschärfen. Bingo! Nice. Oh nein! Bingo! Bingo! Dieses Ding reißt euch beim kleinsten Mucks den Arsch Ich auf. weiß nicht, ist Elektro oder ist das Spreng dran? Bingo! Okay, er schafft's aber. Oh nein! Oh nein! Ich glaube, was ist da drin? Munition und Oh Westen, nein! oder? Bingo! Ha, Stun Grenade. Dieses Ding reißt euch beim kleinsten Mucks den Arsch auf. Sehr gut. Elektro. Bingo! Oh Halb so nein! schlimm. Bingo! Dr. Bepp bekommt Bingo! das wieder hin. Dr. Bepp. Was richtig mies Yo. ist Explosion. Und zwar, da kann schon mal. Yes. Da kann schon mal ein Söldner dran sterben, was relativ gemein ist, wenn man dann durch so eine dumme Falle den Söldner verliert. Dann, so, Beb kriegt wieder Slugs und wir gucken Was? und schmeiße auch und gucken, was wir erobert haben. Eigentlich dürfte das nicht so geil sein. Ach, ist doch relativ cool. Und zwar als erstes Cat-Me Amelie. Sehr cool. Ist eine Weiterentwicklung vom MG42, allerdings in 5,56x54 mm NATO und damit richtig geil. Das ist eine richtige Säge. Wer das haben will, bitte Bescheid sagen. Dann ein XM177E2 mit einem XM1, ich glaube 148 Granatwerfer drunter. Das ist ein AR-15 in Kommandolänge mit einem Granatwerfer. Haben wir auch Granaten dafür bekommen? Oh nein.
Oh, ein MP5A4 wirkt hier ein bisschen fehl am Platz, ist aber nicht so, denn die MP5, zwar nicht in dieser modernen Version A4 mit den krummen Magazinen, sondern die MP5 gibt es schon wirklich sehr lange, und zwar gab es die MP5 auch schon, ich glaube, so 5 oder 7 Jahre, bevor sie wirklich richtig bekannt geworden ist. Was relativ interessant ist, ist, es gibt, ich glaube, in Black Ops 1 gibt es eine MP5K, die noch das alte Modell hat. Frühere MP5s, da war auch hier die Abzugsgruppe, die man ja Heckler und Koch typisch abnehmen kann, nach aus Metall gestanzt, und die Magazine sind gerade. Googelt am besten mal die ganz alte MP5-Version, also Old MP5. Die sieht richtig witzig aus. Was haben wir hier weiter? Eine Mac 10. Ne, eine Mac 11, also eine Mac 10 im Kaliber 9mm, ist eine ganz gute Waffe, wenn es in der Schießerei zu einer Schießerei in der Telefonzelle kommt, also die hat wirklich keine Reichweite. Dann haben wir hier ein Karabinermodell 31, 1931, das ist ein schweizerisches Geradezuggewehr, wo man den Kammerstängel nicht nach oben drücken muss, sondern einfach nach vorne und nach hinten ziehen kann. Ist auch relativ präzise, glaube ich. Und ist auch relativ gut. Das Scharfschützengewehr allerdings auch schon veraltet. Eine Makarov PM dürfte bekannt sein. Eine Mauser Schnellfeuer. Eine Sterling, also eine weiterentwickelte Sten-Maschinenpistole, also Nachkriegs-Sten. Und was Cooles, eine Stoner 64A Kommando. Und zwar habt ihr ja schon die Stoner Carbine gesehen. Und das ist relativ witzig. Und zwar kann man dieses Stoner 63-System umbauen. Und für das Maschinengewehrsystem wird das Ganze auf den Kopf gestellt und dann wird die Abzugsgruppe unten und der Führungsdeckel oben angebracht. Dann kann man das Ganze aber auseinandernehmen, umdrehen, und dann kommt halt von hier oben einen, dann ist das Ganze umgekehrt, dann kommt die Abzugsgruppe hier oben hin, der Gehäusedeckel hier oben, und dann kann man hier unten, wie nennt sich das, Magazin einsetzen. Aber dieser Umbau ist relativ kompliziert. Das kann man nicht im Feld machen. Im Spiel ist es hier auch nicht möglich. Hier muss man entweder hier ein Stoner-Kommando oder ein Stoner-Carbine finden. Das ist ein relativ cooles Maschinengewehr, was uns hier gerade ermöglicht, unglaublich viel 223 Remington-Munition zu haben. Das ist immer relativ cool. Man muss nämlich nur einmal... Irgendwie, ich glaube, wir geben Mumphy sowieso die ganze Kette mit. Obwohl Mumphy benutzt das Ding gar nicht so oft, aber ich glaube, Altgott hat nicht wirklich genug Platz dafür. Doch. Man muss nur einmal Maschinengewehr finden und schon hat man mehr als genug Munition. Obwohl das bei einigen Waffen nicht so wirklich realistisch ist, denn Maschinengewehrmunition ist teilweise... Oh, hier ist ja auch noch eine Kette drin. Haben wir eine Kette für beide. Ist teilweise... hat teilweise nicht die gleiche Ladung und nicht die gleichen Eigenschaften wie die Munition, die dann wirklich in den Sturmgewehren benutzt wird. Bei manchen ist es gleich, bei manchen ist es anders. Was haben wir hier? Ach, Rocket Backpack. Da kann man später... ermöglicht dieses Ding es einem, mehrere Raketenwerfer auf dem Rücken zu tragen, obwohl das hier, ich glaube, in den Dingern kann man auch, ich glaube, mindestens einen Raketenwerfer tragen, aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, in dem wir Raketenwerfer wirklich gut einsetzen können. Natürlich kann man auch mit dem RPG Infanterie beschießen, aber den muss man ja erstmal finden, den RPG. So, wir machen den gleichen Witz wie vorher, obwohl das fast nicht mehr in die Folge passt, und zwar ziehen wir uns jetzt zurück und warten, bis das... War das mein Handy? Egal. Und warten, bis das Raketengelände von Spezialeinheiten angegriffen und eingenommen wird, um dann die Spezialeinheiten anzugreifen. Und wir können uns zum Abschluss der Folge noch einmal die Königin geben. Was ist denn nun schon wieder, Elliot? Eure Hoheit, ich habe einen dringenden Bericht. Die Rebellen haben uns am nordöstlichen Raketengelände angegriffen. Und sie sind besiegt worden? Nein, meine Herrin, vielmehr wurden wir geschlagen. Anscheinend wurden die Wachposten völlig überrascht. Ein Überraschungsangriff? Überraschungsangriff? Elliot, Sie Schwachkopf! Wir befinden uns mitten in einem verfluchten Krieg, Elliot! Was ist so überraschend an einem Angriff? Hätte ich doch mehr Truppen losgeschickt. Ah, ich muss nachdenken. Okay, hören Sie genau zu, Elliot. Das dritte Gelände muss gut bewacht werden. Ich will meine besten Teams rund um die Uhr im Einsatz haben. Und was die anderen beiden angeht, Gott, wie konnte das nur passieren? Schicken Sie meine Eliteeinheit hin und befehlen Sie ihr, alles zu tun, was getan werden muss. Und jetzt raus hier! Sehen Sie zu, dass meine Befehle ausgeführt werden! Wie ihr befehlt, Eure Hoheit.
Und damit endet dieses Video hier. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, hier einen anderen Kanal abonnieren, hier ein anderes Video und hier mein Video. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zugucken. Und die beteiligten Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Waffen haben wollt. Aber wirklich gute Optionen wird es erst in der nächsten Folge geben, wenn die Elite-Einheiten hier wirklich das Raketengelände erobern. Dann speichere ich das Ganze noch ab auf einem neuen Part. LPPT10. Bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann.